Und dann möchte ich einfach nochmal die Diskutanten hier auf dem Podium um einen kurzen Abschlusssatz bitten. Sì, io mi chiamo Claudio Giorno, sono del Movimento No TAP della Val di Susa. Chiedo a Martina di provvedere per chi non ha la cuffia. Ich versuche nochmal zu übersetzen für Claudio Giorno aus dem Susatal von unserer No TAP Bewegung. Io vi rubo solo un minuto per una proposta. Un collega del signor Dieter, che si chiama Livio Peppino, e il legal team che assiste i denunciati della Val di Susa e il movimento delle loro azioni di denuncia che non riescono, come è stato detto fino a poco fa, a ottenere risultato. Also bei uns gibt es einen Richter, der uns ebenso gut vertritt wie der Dieter hier, und zusammen mit dem Legal Team, also mit dem Rechtshilfefonds, den wir durch Anwälte, die kostenlos für uns arbeiten und uns unterstützen, bringt er jetzt einen Vorschlag. Ecco, allora si sta pensando con questo gruppo di scrivere un libro bianco, si è cominciato a scrivere un libro bianco che in Italia vuol dire un quaderno di denunce. Also diese Gruppierung aus diesem Richter zusammen mit den Rechtsanwälten möchte ein Buch schreiben, ein Weißbuch. Sì, sulle abusi della repressione e invece sulla difficoltà di avere ragione giuridicamente sui problemi che denunciamo di uso cattivo delle risorse pubbliche. La difficoltà che abbiamo a denunciare l'uso cattivo del denaro pubblico, dei soldi pubblici, e invece la facilità con cui veniamo accusati e repressi, no? Denunciare questo. Also das anzuzeigen, mit welcher Leichtfertigkeit öffentliche Gelder, also unsere Steuergelder, für solche Projekte ausgegeben werden und mit welcher Schwierigkeit im Gegensatz dazu uns Rechtsmittel an die Hand gegeben werden. Ecco, siccome abbiamo scoperto questa mattina, lo sapevamo forse già, ma abbiamo avuto certezza che la situazione è così in Germania, in Francia, in Spagna, allora la proposta è: riusciamo, anche se è molto complicato, ma riusciamo a settembre o ottobre a farlo comune, questo quaderno europeo, e a denunciarlo, non so, alla Corte di Strasburgo, io non sono un giurista, ma da qualche parte? Questa è la domanda. Da unsere Grundvoraussetzung in allen Ländern gleich zu sein scheint, wäre sein Vorschlag, könnten wir nicht gemeinsam ein Weißbuch, Schwarzbuch schreiben, um das an höhere Instanzen weiterzugeben und dadurch gemeinsam stärker zu sein. Dankeschön. Gut, dann würde ich einfach sagen, wir fangen einfach hier drüben an. Kurzer Abschlusssatz. Ein Satz, ja. Ich möchte eigentlich den vorletzten Diskussionsbeitrag aufgreifen und sagen, dass das ein sehr wichtiger Gesichtspunkt war, dass wir nicht nur auf die Repression starren, sondern uns schon das als psychologischen Krieg vorstellen. Und da gibt es Kriegslisten auf der anderen Seite. Und ich habe oft den Eindruck, dass das zu wenig beachtet und eingeschätzt wird. Man gibt oft der Gegenseite Argumente für Propaganda und für die Medien. Das müsste sicherlich besser noch überlegt werden, wie wir vorgehen. Macht es immer wieder Spaß. Wie viel Spaß das machen kann, könnt ihr nachher um 15 Uhr hier auf dieser Bühne sehen. Da mache ich nämlich mit Hilfe von Theater, Improvisationstheater, eine Rechtshilfe Einführung. Da könnt ihr gerne kommen. Das ist während der Kaffeepause. Holt euch erstmal einen Kaffee und dann kommt da rein und guckt das hin. Und können dann selber bemerken, wie viel Spaß Repression zu heute macht. 15 ja. Uhr hier im Saal. Ich würde sagen, da schließe ich mich an, denn das können wir alle gut gebrauchen. Und
schließe mich vor allen Dingen aber auch dem an, was der Dieter gesagt hat. Wir müssen argumentativ bleiben und uns nicht von der Repression unterbuttern lassen. Also, wir kriegen schon so viel mehr, habe ich nicht zu sagen. Schön. Ja, I think it can be fun as well, and that's what we have to reclaim, so I just stick to that as well. But yeah, something someone else said, I think if there is repression, it's because we are like having some effect on that. And I take that point on. I think that's also that we have to be positive in the way, you know, like we get that information across. One way is with some music in the background. Mm-hmm. No, but we have to be positive and no get like too into this material kind of thing. And you know, it's like, well, it's what happens, and we have to acknowledge it like that. But yeah, as we saw here, it's not something that happens in your place or our place. So it's something like inherited. It's within the struggle, the campaigning is something that is there. Well, and this is what is, this is good for, just to see that what happens to us is not only something that only happens to us, but to other people. And just like for something a bit to get concrete on that. We wanted, I don't know if it's possible, but it's only our case, it might be some other people's cases as well, but because we have different campaigns here, in this concrete scene of the people who are facing imprisonment in the Basque Country, that maybe all the campaigns or the groups could like send some kind of solidarity or articulate some solidarity through Europe in this specific case, but it could be any other cases. Like I think like the network that we have here now, it might be useful for that, just to fight this repression on a bigger level. Thanks. So, ich möchte mich nochmal bei allen Beteiligten für diese schöne, interessante, spannende Veranstaltung bedanken. Nochmal insbesondere bei den Diskutanten hier auf dem Podium. Einmal Dieter Reicherte aus Stuttgart. Volker Isabel Jenecke aus Hamburg und Stuttgart. Martina Munk aus Turin, dem Susatal. Martin Manschow aus dem Baskenland. So, diese Veranstaltung ist trotz wahrscheinlich noch großem Diskussionsbedarf jetzt leider zu Ende, aber ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag mit ganz vielen interessanten Veranstaltungen und tollen Gesprächen. Und die Gesine muss noch was sagen. Ich muss nichts sagen, aber ich wollte euch alle einladen. Ja genau, ich will sprechen. Da gibt es schon die Essenausgabe, ist aufgebaut. Ihr könnt jetzt was essen im Hof der Wagenhallen. Und ja, das ist alles, was ich zu sagen habe. Einfach nur, dass es jetzt auch schon das Essen gibt, das Mittagessen. There's lunch in the yard of the Wagenhallen if you would like to eat something now. Thank you.